herzlich willkommen zum Vlog Nummer 7983 oder sowas in der Art. Und heute beschäftigen wir uns mit der Umfrage, die ich vor geraumer Zeit mal gemacht habe. Ich glaube, im Juli oder so gemacht habe. Und die werde ich jetzt auswerten. Und wir gucken uns mal an, was da so Schönes bei rumgekommen ist. Ne? Ne. So. Ich hatte ja Folgendes gefragt, für alle, die sich noch mal erinnern mögen. Was findet ihr nicht so toll an Force Instance? Was kann ich in der neuen Staffel anders und besser machen? Denn ich hatte ja... Eigentlich war die Staffel falsch. Eigentlich war es die nächste Arc, die ich zeichne. Ich hatte eine neue Arc angefangen. Die ist im Übrigen hier drin. Also hier fängt die neue Arc an. Ich glaube, es ist klar, wer der Hauptcharakter von dieser Arc ist. Die letzte Arc hat ja mit einem ziemlich krassen Cliffhanger geendet, für alle, die sich erinnern mögen. Oh Gott, die Kommentare. Hat mich alle ziemlich zerfleischt. Und vor allem, als ihr dann gemerkt habt, dass es ein Cliffhanger ist und dass die Story da nicht weitergeht, sondern dass die Story erst an einer anderen Stelle fortgesetzt wird. Ihr habt mich so zerfleischt, das tut mir furchtbar leid. Eigentlich tut es mir nicht leid, ich quäle euch gern. Auf jeden Fall habe ich ja gefragt, wie kann ich es in der nächsten Staffel ein kleines bisschen besser machen oder in kommenden Staffeln oder auch im Epos. Und ihr habt auf jeden Fall geantwortet. Ich habe euch sehr viele Möglichkeiten gelassen zu antworten. Ihr habt sehr viele schöne Antworten gegeben. Und ich stelle euch jetzt die Plätze 1 bis 7 vor. Eigentlich 7 bis 1. Von dem, was am meisten gewotet wird. Auf Platz 7 war der Kritikpunkt, dass es zu wenig Text auf einer Seite gibt. Das Lustige ist, kurz vorher kommt, auf einer Seite ist zu viel Text. Es ist ehrlich gesagt immer ein kleines bisschen schwierig, wie man jetzt seine Texte verteilt. Ich mache das hier mal fix aus, weil das stört gerade ein bisschen, das pumpt ein bisschen. Weil die einen sagen, es ist zu viel Text, die anderen sagen, es ist zu wenig Text und die nächsten sagen, also es ist auch immer eine unterschiedliche Begründung. Mache ich zu viel Text, dann kommt die Kritik, ja, wenn ich zu viel Text mache, dann will ich ja nicht so viel zeichnen und möglichst viel Story irgendwie da reinquetschen, ohne viel zu zeichnen, weil ich zu faul bin zum Zeichnen. Mache ich zu wenig Text, ist die Kritik, ja, ich versuche ja bloß die Seiten in die Länge zu ziehen, damit ich mehr Seiten kriege. Und deswegen, also, man kann es niemandem recht machen, ich verteile die Texte immer so, dass es möglichst effektiv ist. Weil ich mich eher auf Gesichtsausdrücke, auf Blicke, auf die Körpersprache konzentriere, als nur auf den Text. Ja, also so ist es gedacht. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht wirklich ändern können, weil die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, damit kann ich es niemandem wirklich recht machen. Und deswegen, Also ich werde mal gucken, ob ich es irgendwie ein kleines bisschen anpassen kann. Aber ich denke, großartig ändern kann ich es nicht. Auf Platz 6. Es gibt zu wenig Hintergründe. Ich bemühe mich. Ich komme mit der Ausrede, ich bin kein Profizeichner. Aber ich bemühe mich wirklich. Ich bemühe mich wirklich immer wieder, Hintergründe zu zeichnen und auf jeder Seite mindestens ein Panel zu haben, das einen Hintergrund hat. Ihr könnt ja mal drauf achten, ich versuche es wirklich. So gut ich nur kann, aber ich bin halt kein Profizeichner. Und warum gebe ich es dann als Kritikpunkt an? Des Öfteren kam halt auch die Kritik, dass es am Anfang so wenig Hintergründe gab. Manchmal ist es auch beabsichtigt, dass es keine Hintergründe gibt. Also gerade das erste Kapitel hatte wenig Hintergründe, weil man es aus Njos Sicht sieht. Und Njo weiß nicht, wo er ist. Njo wacht dort auf, er hat keine Ahnung, wo er ist und er muss die Umgebung erst kennenlernen und er muss erst wissen, wo er sich wirklich befindet. Und das, also das Gefühl soll auch der Leser haben. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich hoffe, das ist irgendwie angekommen, aber es kam halt meistens eher die Kritik, ja, du zeichnest ja keine Hintergründe mehr. Ich bemühe mich. Wirklich. Ich bemühe mich wirklich. Ich versuche es immer noch ein kleines bisschen besser zu machen, noch ein bisschen detaillierter. Ich bemühe mich. Zu wenig Seiten pro Woche. Hey, also das habe ich wirklich nur damit eingefügt, um mal zu gucken, ob das wirklich jemanden stört, dass ich so wenig Seiten in der Woche hochstelle. Es tut mir furchtbar leid, aber mehr gibt die Zeit auch nicht her. Ich meine, ich habe es auch eingefügt, um mal zu gucken, stört das wirklich jemanden oder nicht? Es scheint hier wirklich einige zu stören. Aber ich bin nicht schneller. Hätte ich Assistenten, wäre ich schneller. Ich bin nicht schneller. Also das ist wirklich das Schnellste, was ich hinkriege. Mehr geht nicht. Mehr ist nicht drin. Und ich lade die Seiten ja auch in einer Frequenz hoch, dass ich mit dem Zeichnen auch hinterherkomme und das halt regelmäßig hochladen kann. Wenn ihr die Story im Zusammenhang lesen wollt, kann ich euch das hier ans Herz legen. Ich sage immer Bescheid, wenn ein neuer Band rauskommt und der Band enthält Kapitel, die noch nicht online verfügbar sind.
Das heißt, wenn ihr lieber zusammenhängende Story lesen wollt, kauft euch den Manga. Wenn ihr lieber einzeln und immer wieder ein paar Schnipsel haben wollt und in regelmäßigen Abständen Seiten haben wollt, lest den Online-Manga. Aber das ist die einzige Frequenz, die ich schaffe. Ich schaffe es nicht schneller. Hätte ich Assistenten, wäre ich schneller. Ich habe keine Assistenten, weil ich kein Geld habe, Assistenten zu bezahlen. So einfach ist der Kreislauf des Lebens. Die Story hat zu wenig Action. Ist auf Platz 3. Ja. Da versuche ich auch immer wieder noch was reinzukriegen. Ich habe auch am Anfang noch die Kritik mit angebracht. Also die Möglichkeit zur Auswahl habe ich noch mit angebracht. Die Story ist zu langweilig. Einer hat das tatsächlich angeklickt. Aber nur einer. Ich bin auch jetzt nicht so im Action-Genre drin. Also mein Genre ist ja eher Drama und schon Ei. Deswegen so viel Action wollte ich da überhaupt nicht reinbringen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Teils geht die Story auch ein bisschen langsam voran und es passiert nicht sehr viel. Ja, Kritik ist berechtigt, Kritik ist angekommen, werde ich auch definitiv ändern, dass man sich ein kleines bisschen mehr bewegt, dass sich ein bisschen was ändert und die Story ein kleines bisschen schneller vorankommt. Das werde ich auf jeden Fall anders machen. Auf Platz 3 war die Möglichkeit, selber noch Kritik anzubringen. Auf die haben auch sehr viele Leute geantwortet. Das Problem ist nur, die meisten Leute haben geschrieben, mich stört nichts, der Manga ist toll, so wie er ist. Okay, vielen Dank. Was ich aber sehr oft rausgelesen habe, ist, dass man die Charaktere nicht auseinanderhalten kann. Und dass man die Namen davon vergisst. Ja, Kritik ist einerseits berechtigt, ich nenne die Namen nicht sehr häufig. Und es gibt auch ein ziemliches Namenschaos dort, weil... ich will jetzt nicht zu viel spoilern, also aber mit Jerry hat 3 verschiedene Namen. Und die haben alle ihren Ursprung und alle ihre Berechtigung und alle sind wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, dem zu folgen. Gabriel hat zum Beispiel auch 2 verschiedene Namen. Und deswegen ist es ein bisschen ein Hin- und Hergemauschel. Andererseits habe ich es aber auch damit erklärt, dass mein Publikum nicht ganz so doof sein soll. Entschuldigung, wenn ich es jetzt so ausdrücke, aber ich will kein Publikum haben, das diese Geschichte einfach nur liest und so, aha, okay, haha, schön, Wiedersehen. Ich will ein Publikum, das intelligent ist, das sich die Geschichte durchliest und es versucht mitzudenken. Und deswegen mache ich es an manchen Stellen nicht so ganz einfach und nicht so ganz durchschaubar. Also natürlich gehört zum guten Charakterdesign, wenn man die Charaktere auch auseinanderhalten kann, sowohl optisch als auch von ihrer Persönlichkeit. Deswegen versuche ich immer, die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere mal sehr nach außen zu tragen. Also dass Nio sehr, sehr in sich gekehrt ist, dass Abel sehr ruhig ist, dass Gabriel sehr sexbesessen ist und so weiter. Ich versuche das immer so nach außen zu kehren, weil das ist halt gutes Charakterdesign. Aber was gewisse Dinge angeht, gewisse Hintergründe, gewisse Vergangenheiten und auch die Namen, Leute, ihr sollt mitdenken. Ihr sollt die Geschichte auch nicht nur einmal lesen, ihr sollt sie mehrmals lesen, um zu verstehen, was überhaupt passiert. Denn an manchen Stellen ist es wichtig, gewisse Parts nochmal zu lesen, damit man sie überhaupt kapiert. Zumindest versuche ich das irgendwie so zu machen. Ihr sollt mitdenken. Und ich will so ein Publikum haben. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich hoffe, das wird auch im Epos so weitergeführt. Und ich hoffe, das kriege ich auch im Manga weiterhin so hin. Ihr könnt jederzeit mich fragen, ob ich euch eine klare Antwort gebe. Ist dann wieder eine andere Sache. Ihr könnt aber halt auch in den Kommentaren immer miteinander diskutieren. Oder ihr fragt euch gegenseitig, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Ich werde auch immer versuchen, die Steckbriefe so aktuell wie nur möglich zu halten. Damit ihr auch wisst, was mit den Charakteren ist und wie sie funktionieren. Und da könnt ihr immer wieder nachlesen. Ich werde auch irgendwann mal Trivia-Fakten online stellen. Dass ihr auch über die Charaktere wieder ein kleines bisschen was nachlesen könnt. Es steht alles da. Alle Informationen sind da. Ihr müsst sie nur lesen und ihr müsst drüber nachdenken. Ich gebe nicht alles vor. Ne? Und nun haben wir Platz 2. Und den kann ich eigentlich auch gleichzeitig nennen mit Platz 1, weil die haben fast genauso viele Votes. Von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie zusammenkommen. Weil ich habe auch gerade Platz 2, habe ich nur aus Jux reingeschrieben. Das war noch nicht mal ernst gemeint, sondern das war nur Spaß. Platz 2 ist die Kritik. Kein Sex. Okay, ist angekommen. Ich werde mehr Sex mit reinschreiben. Platz 1 ist im Übrigen zu wenig Shonen Ai dafür, dass es
zum Genre Shōnai gehört. Ich kann mir denken, woher diese Kritik kommt. Die kommt gerade daher, weil es am Anfang halt viel mit Gabriel zu tun hatte. Und Gabriel ist ja sehr sexaffin, was ich ja dann ändern musste. Aus gegebenen Gründen, ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nochmal. Und das fing halt damit an und verlief dann irgendwie so ein kleines bisschen im Sand, was ich schade finde, weil es ist, also es gehört tatsächlich sehr viele Intimitäten und körperliche Nähe zum RPG und natürlich dann auch zum Epos und eigentlich auch zum Manga, aber das musste ich ja dann leider ändern. Die Story hat mittlerweile einen Verlauf, wo es schwierig ist, das wieder zurückzuändern. Ich werde es aber definitiv wieder in diese Richtung treiben. Also das Epos hat schon wieder diese Richtung. Was diejenigen wissen, die das Epos lesen, diejenigen, die es nicht wissen, Link dazu ist in der Videobeschreibung, lest es euch gerne mal durch. Gibt auch sehr viele schöne Illustrationen, die auch irgendwann sehr explizit werden. Psst. Ja, und das ist halt nicht so, dass es zu wenig Shōnai gibt dafür, dass es zum Genre Shōnai gehört. Ich trete die Beziehungen nicht breit. Es gibt Männerpärchen da drin, aber es wird halt nicht breit getreten. Und also gerade jetzt die Beziehung, die sich zwischen Jerry und Neo entwickelt, die kommt halt auch erst jetzt. Und es gibt noch andere Beziehungen untereinander. Und da ich halt größtenteils nur männliche Charaktere habe, die dann miteinander Beziehungen eingehen, habe ich es halt ins Genre Shōnai gepackt. Das wird noch kommen. Ich habe es tatsächlich in den ersten zwei Staffeln ein bisschen, salopp gesagt, ein bisschen scheiße gemacht. Weil es war dann doch sehr, sehr unschon-Ei-lastig, aber ich werde es wieder versuchen mit einzubringen. Fourth Instance macht halt sehr viel von der körperlichen Nähe überhaupt aus. Und sehr viel von Liebe und von Verständnis und von Zusammensein und Geborgenfühlen. Das gehört halt dazu. Sex ist nun mal ein Teil davon. Deswegen ist es schwierig, das da rauszulassen und die Story dann aber auch zu transportieren, wie ich sie transportieren möchte. Habe ich das jetzt irgendwie verständlich erklärt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die Auswertung von dieser Unfrage. Ich hoffe, ich habe es ausführlich genug gemacht, dass sich alle verstanden fühlen und dass keine Fragen mehr offen sind. Wenn dennoch Fragen offen sind, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder wohin auch immer. Ihr könnt mich immer wieder anschreiben und immer wieder fragen. Ich versuche, eure Fragen zu beantworten, so gut es mir möglich ist. Das ist auf jeden Fall alles, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, wann der nächste Vlog kommt. Wir werden es sehen. Und wir sehen uns dann aber auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Und ich muss sie nur fix finden. Und er lädt nicht. Komm schon, ich brauche die Ergebnisse. Da sind sie. Hui! Umfrage bearbeiten, Umfrage auswerten. Hui! Krankenwagen. Ich muss kurz was tun. Okay, das war eine Spinne. Happy Halloween. Es gibt jetzt habe ich vergessen, wo ich war.